Hallöchen, dies ist nochmal ein kleiner Nachtrag und ein Versuch, dem der Tuxer mal was zu beantworten, so in der Art und Weise. Ihr seht schon hier Amiga. Ich habe den Amiga jetzt per RGB an meine Konverterkiste dran. Und der Tuxer, du hattest ja gefragt, ob das mit diesen 50 Hertz, 60 Hertz irgendwie was zu tun hat, ob das der C64 kann oder was, wie auch immer, oder ob das mit dem Fernseher oder Monitor zusammenhängt, weil manche Fernseher oder manche Monitore nur mit 60 Hertz klarkommen und nicht mit 50. Das spielt absolut alles keine Rolle. Die Kiste wandelt das auf HDMI. Das HDMI-Signal ist ein 720 oder 1080p HDMI-Signal. Und wenn ich hier noch umschalte, 60 Hertz oder 50 Hertz, das ist egal, dieses Signal, das HDMI-Signal ist Standard. Das sollte von jedem HDMI-Eingang erkannt werden. Das andere Ding ist, das Videosignal, was in die Kiste reingeht, das muss passen. Da muss die Kiste mit klarkommen, mit diesen Frequenzen, wie ich ja versucht habe dir zu erklären, mit dem Zahlensprung und bla und hast du nicht gesehen. Und der Amiga ist da noch ein ganze Ecke spezieller. Man kann den Amiga, den RGB-Ausgang, auch auf einem VGA-Adapter machen und mit VGA in einen Monitor reingehen. Nur der Monitor wird nicht damit funktionieren. Es gibt nur speziellere Monitore, die damit klarkommen, oder nur ganz wenige Modelle an Monitoren, die mit VGA, mit dem Signal klarkommen, weil der Amiga hat ein ca. 16 kHz Signal. Das kriegen wirklich nur ganz wenige Monitore gebacken, damit zu funktionieren. Ein Standard Flachbild Monitor mit HDMI-Eingang, ob 16 Zoll, 19 Zoll, 20 Zoll, was auch immer, oder 4:3 oder 16:9 Format, scheißegal, es gibt nur ganz wenige, die davon wirklich mit diesem Signal klarkommen. Und die Kiste kommt damit definitiv auch klar. Leider habe ich jetzt hier keine Workbench-Version, wo ich einmal dieses Interlace oder was das ist, oder wie auch immer, zumindest die Auflösung vergrößern kann. Mein Amiga 1200 mag gerade nicht so, wie ich möchte. Da könnte ich das machen. Da habe ich eine Workbench drauf. Da habe ich eine 33 MHz Turbokarte drin und 32 MB RAM. Und ach, hör mal auf. Darum geht es aber nicht. Diese Kiste kommt halt mit diesem Signal, mit dem RGB-Signal klar. Und das ist wichtig. Die kann erkennen, das hat so und so viel Kilohertz, damit kann ich ein Bild anzeigen und das war's. Und das macht die Kiste und das Bild ist gestochen scharf. Ich starte jetzt mal was passt denn da? Nimm bitte hin. Starte ich mal ein Spiel. Das mache ich hier über mein Gotek-Laufwerk. Externe Gotek-Laufwerk. Ich habe mir einen selbstgebauten Laufwerkswitch gemacht, ob der DF0 oder DF1 intern oder extern ist. Und im Moment habe ich den DF1 ist extern und DF0 ist extern und DF1 ist intern. So, Lukas Film Games. Da sieht man schon, was es ist. Gleich kommt, seht ihr, was da kommt. Und wenn man schon das Bild so sieht, das Bild ist wirklich genial. Das geht nicht mal besser auf dem Fernseher, wenn ich das RGB, das GART-Kabel direkt in den Fernseher reinstecke. Also besser ist das Bild auch nicht. Das ist genauso. So, aber diesen ganzen Geplänkel da vorne ran wollen wir ja nicht sehen. Und jetzt kommt erstmal das.
Ich gehe mal mit dem Sound ein bisschen runter. Hab noch vergessen, für den Tuxer mit dem HDMI-Signal. Das Signal, was in die Kiste reingeht, ist analog und wird ja digitalisiert. Da kommt von dem analogen Signal, wird da nichts weitergegeben an HDMI irgendwie. Das wird intern digitalisiert und digital, mit den Spezifikationen für HDMI ausgegeben. Ob in PAL oder NTSC mit 50 oder 60 Hz, ob 1080p oder i oder 720p oder i, je nachdem, das ist egal. Also da mit HDMI geht jedes Gerät, was HDMI hat, sollte das Bild anzeigen können, solange die Kiste das Eingangssignal, das analoge Signal erkennt. Wenn das Signal der Kiste nicht passt, zeigt sie auch nichts an. Also wenn ich da jetzt das RGB-Signal, wenn das jetzt mit diesen 15 irgendwas Kilohertz, wenn das nicht gepasst hätte in der Kiste, hätte sie das Bild auch nicht angezeigt. Dann wird man das hier nicht sehen können. Das wollte ich noch mal sagen. Da spielt es keine Rolle, ob ich jetzt gerade die Kiste an einem Monitor oder an einen Fernseher stecke. Das ist in dem Sinne scheißegal. Es ist nur nicht scheißegal, wenn ich jetzt den Amiga mit SCART an den Fernseher anschließe und der damit nicht klarkommen würde. Aber jeder Fernseher mit SCART sollte damit noch klarkommen. Und wie gesagt, Monitore mit VGA, wo man sich auch einen Adapter bauen kann, ist nicht schwer. Da sind auch nur ein paar Kabel auf einer VGA-Kabel. Da sollte der Fernseher eventuell mit klarkommen. Fernseher kann eher damit umgehen als ein Monitor. Monitore, wie gesagt, sind gibt es nur ganz wenige, die damit auch noch klarkommen, mit diesen 15 irgendwas Kilohertz. Das ist beim Amiga ist das leider so speziell. Und man kann das auch umgehen, indem man da ein RGB to HDMI irgendwas, das funktioniert irgendwie mit Raspberry Pi oder was war das? Irgendwas war da, das kann man da reinbauen, dann hat man auch einen HDMI-Ausgang. Es gibt auch noch andere Sachen, die mit DVI rum umgehen und FPGA-Geschichten und sonst was. Die nehmen wirklich das RGB-Signal von der Denise, ja, die Denise ist das, was da wirklich kommt, greifen das ab, das wird digitalisiert und kommt dann digital hinten raus. Und DVI ist auch schon digital, aber noch nicht direkt HDMI. Man kann zwar DVI auf HDMI machen, aber dieses etwas ältere DVI ist noch nicht so ganz HDMI. Das ist noch ein bisschen spezieller. Ist aber egal. Jedenfalls, der Amiga ist ein bisschen spezieller, was das Videosignal betrifft. Damit muss man wirklich Glück haben, dass das wirklich alles funktioniert. Ich habe das, glaube ich, auch gehabt mit der einen Kiste, dass selbst da beim Amiga 1200 das Komposit nicht erkannt wurde, weil die Frequenzzahl nicht passte. Diese Frequenz, diese 15 irgendwas Kilohertz, konnte diese Kiste nicht erkennen. Und erst als ich den RF-Modulator, den ich hier übrigens dafür getötet habe, den einen, den ich hatte, den Original mit RF, mit Antennenausgang und Kompositausgang. Getötet nicht, habe ich den Stecker abgelötet. Ich habe noch einen zweiten, den ich mal umgebaut habe zu S-Video. Den musste ich extra umbauen auf S-Video, damit das funktioniert. Weil da drin ist ein Videomodulator, was weiß ich, was Chip von Motorola, der aus dem RGB dann ein Komposit beziehungsweise mit Modifikation ein S-Video rausgibt, was dann wiederum passt, was dann wieder für etwas neuere Geräte passt. Der 1200er hat noch einen Kompositausgang intern,
Der hat den RF-Modulator-Kram eigentlich schon on board, ja, fällt mir gerade ein. Aber der Amiga 500, genau, der war das. Der hat einen Monochrom-Kompositausgang und der ist dann eben mit diesen 15 irgendwas Kilohertz und die konnte die Kiste nicht erkennen. So war das gewesen. Da musste ich dann den Modulator haben und alles hin und her bauen. Also Amiga ist schon etwas spezieller, was das Videosignal angeht. Darum bin ich ganz froh, dass die Kiste funktioniert. Das wollte ich euch mal zeigen. Und wie scharf das Bild eigentlich ist. Ich mache mal Disk 2 rein. So, bevor wir hier nichts weiter sehen. Also, ich versuche es euch so zu erklären, wie ich es kann. Also, das HDMI-Signal ist rein digital, hat nichts mehr mit dem Signal vom Amiga zu tun. Das Amiga-Signal geht in die Kiste rein und muss da drinnen erkannt und verarbeitet werden können von dem Signalprozessor, der das umwandelt in digital. Und wenn der das nicht kann, Pech gehabt. Also die Kiste kann es. Und da bin ich ganz glücklich drüber. Und wie man sieht, das Bild ist wirklich genial. Also das, was ich hier jetzt auf dem PC sehe über den Videograbber, ist wirklich echt genial. Nimm mal deine Sushi mit. So. Und später haben wir dann Hackfleisch-Sushi. Naja, gut. Ich will jetzt hier kein Let's Play machen. Einfach nur einmal kurz ein Video zeigen. Amiga geht auch an der Kiste über RGB. Weil das ist eben so ein spezielles Gedönse vom Amiga. Das kann nicht jedes Gerät. Da gibt es noch so viele andere Sachen, die irgendwie dafür gebastelt wurden. Die sind aber auch teilweise wirklich nur Bastellösungen. Auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Mit HDMI sowieso nicht. Das ist dann immer so VGA oder DVI. Aber DVI kannst du nicht auf VGA adaptieren. Normales DVI aus der Grafikkarte kann man auch auf VGA machen. Das mache ich bei mir genauso. Ich gehe nicht mit HDMI in die Grafikkarte, ich gehe mit DVI aus der Grafikkarte raus, mit HDMI in den Monitor rein, wegen dem Sound, weil der Sound am Monitor ist total grausig. Sonst wird er mich da immer anschreien. Das ginge aber bei dem Amiga, diese Lösung mit auf DVI, die kann man nicht einfach auf HDMI umwandeln, weil das wieder mit diesen ganzen Frequenzgeschichten irgendwie zu tun hat. Was weiß ich. Jedenfalls geht das nicht so einfach. Und das ist die Sache. Amiga und auf HDMI in einer recht günstigen Lösung. Und die war jetzt recht günstig. Die Kiste hat mir, ich sage es euch, 44 € gekostet. Die andere Kiste, mit die nur S-Video und Komposit kann, die war damals auch nicht gerade günstig. Die war was bei 35 €. Die konnte schon gut Komposit und S-Video. Aber die Kiste, die ich jetzt habe, die kann das sogar noch ein Ticken besser. Das ist noch ein Ticken schärfer und ja, das vom Bild her ein bisschen besser. Also da bin ich ganz glücklich, dass ich jetzt die Kiste habe und ich hoffe, dass die auch noch lange lebt. Gut, mehr wollte ich euch nicht zeigen und auch mal sagen. Also können wir uns mal freuen, irgendwie mal irgendwann ein bisschen Let's Play Zack McCracken oder Maniac Mansion oder Giant Sisters oder Lemmings oder was auch immer, was der Amiga hergibt. Vielleicht gibt es das da mal demnächst. Mit Komposit oder S-Video war ich nie wirklich zufrieden. Und jetzt habe ich RGB und das sieht schon recht gut aus. Es geht noch besser, ja, aber da muss man dann noch mehr Geld in die Hand nehmen und das will ich nicht. Das reicht mir so. Das reicht mir und das soll auch so bleiben. Okay, bis dann. Tschüssi.